Wir haben unter Bestätigung der Alliierten Vorbehalte das Grundgesetz zur Organisation der heute freigegebenen Hoheitsbefugnisse des deutschen Volkes in einem Teile Deutschlands zu beraten und zu beschließen. Wir haben nicht die Verfassung Deutschlands oder Westdeutschlands zu machen. Wir haben keinen Staat zu errichten. Wir haben hier etwas zu tun, das uns die Möglichkeit gibt, gewisser Notstände Herr zu werden, besser Herr zu werden, als wir das bisher konnten. Auch ein Staatsfragment muss ein... Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Auf dem Deutschlandtreffen der Schlesier in Hannover ist heute der Wille zur Wiedervereinigung bekräftigt worden. Der CSU-Vorsitzende Bundesfinanzminister Weigel sagte vor rund 10.000 Menschen, Ziel bleibe die Einheit des deutschen Volkes. Auch die, so Weigel, ostdeutschen Gebiete jenseits von Oder und Neiße gehörten zur deutschen Frage. Das deutsche Wiedervereinigungsgebot war heute das zentrale Thema des Schlesier-Treffens. Auch wenn in Hannover die Einigung Europas als eine wichtige Voraussetzung für ein freies, geeintes Deutschland gesehen wurde, ließen die Redner keinen Zweifel daran, dass dazu letzten Endes der Wille der Deutschen selbst entscheidend sei. Der Hauptredner der heutigen Kundgebung, der CSU-Parteivorsitzende Theo Weigel. Mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist das Deutsche Reich nicht untergegangen. Es gibt keinen völkerrechtlich wirksamen Akt, durch den die östlichen Teile des Deutschen Reiches von diesem abgetrennt worden sind. Unser politisches Ziel bleibt die Herstellung der staatlichen Einheit des deutschen Volkes in freier Selbstbestimmung. Die Lage. 18 Uhr. Vom Hessischen Rundfunk Nachrichten. Am Vorabend der Reise von Bundeskanzler Kohl nach Polen hat der Bundestag die Unverletzlichkeit der polnischen Westgrenze betont. Die Bundesrepublik werde am Warschauer Vertrag festhalten, heißt es in einer mit Mehrheit verabschiedeten Entschließung. Die Grünen schlossen sich dieser Erklärung nicht an, da sie die Formulierungen für nicht deutlich genug hielten. 26 Abgeordnete der CDU-CSU-Fraktion gaben eine eigene Erklärung ab, in der sie feststellten, dass es kein völkerrechtlich wirksames Dokument zur Abtrennung von 108.000 Quadratkilometern von Deutschland gebe. Bis zur Stunde bestehe Deutschland rechtlich im Gebietsstand von 1937 nach Staats- und Zum 40. Jahrestag des Grundgesetzes lädt das ZDF zur Diskussion an den Ort der Unterzeichnung. Ins Bonner Naturkundemuseum König. Was bedeuten die Umwälzungen im Osten für das noch immer geteilte Deutschland? Das Wesentliche in der heutigen Diskussion scheint mir was anderes zu sein. Die DDR ist in einer völlig anderen Lage als sämtliche anderen Staaten im Osten. Denn diese alle Staaten sind Nationen. Richtig. Und deswegen kann Honecker, im Gegensatz zu dem, was von 2 Jahren hier geträumt wurde, wie es hieß, Bruder Honecker und so weiter, als sei der Unterdrücker ihrer Brüder ihr Bruder. Er ist in einer viel schwierigeren Lage. Polen kann seine Struktur verändern und bleibt Polen. Ungarn kann seine Struktur verändern, bleibt Ungarn. Die Sowjetunion kann freiheitlicher werden. Wenn die DDR freiheitlicher wird, gibt es keine DDR mehr. Herr Schiele, Sie wollen Wasser in den Wein der wissenschaftlichen Betrachtung gießen? Nein, ich finde nur, wir müssen auf eins, bei allem auf der Hut sein. Eine Gleichung geht nicht auf. NATO-Mitgliedschaft als Kern der deutschen Staatsräson und Wiedervereinigung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass mit der Sowjetunion, Herr Portugalow kann mir ja widersprechen oder sagen, es sieht ganz anders aus, dass etwa die Sowjetunion damit einverstanden sein könnte, dass die Bundesrepublik durch Einverleibung der DDR die NATO-Grenze an die Oder-Neiße verlegt. Das, glaube ich, ist nicht denkbar.
Und ich finde auch, der Ausdruck Wiedervereinigung ist anachronistisch geworden nach dieser Entwicklung. Es kann eine Wiederherstellung des Deutschen Reiches, das wäre Wiedervereinigung, nicht geben. Falls Sie sich dazu äußern wollten, Herr Barzel, würde ich Sie bitten... Ich möchte Widerspruch anmelden, dass Herr Schiller sich was nicht vorstellen kann. Aha. Also hier in dem Saal war der Präsident Adenauer, der hätte jetzt gesagt, aber lieber Herr Schilly, man darf der Güte Gottes keine Grenzen setzen. Oder hätte aus der praktischen Politik gesagt, wenn uns jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, aber er hätte auch gesagt, dass Herr Sacharow heute in ein hohes Gremium in der Sowjetunion gewählt würde, dass dort Herr Jelzin auftreten könnte, wie er das tut, dass Herr Walesa einen Erfolg hat. Das hätte vor zwei, drei Jahren, wenn das jemand gesagt hat, uns als naiven Kinderglauben weggeschrieben. Deshalb wollen wir doch in Vertrauen auf Freiheit, die haben wir doch erlebt und deren überlegene Kraft, in aller Geduld und Friedfertigkeit darauf setzen, dass dieser Weg weitergeht. Sie machen den Weg frei. Gegangen. Vor 5000 Mitgliedern der Landsmannschaft verlangte ihr Vorsitzender Hubka, dass Polen die Enteignung von Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg als Unrecht anerkenne. Der CDU-CSU-Fraktionsvorsitzende Schäuble forderte die polnische Regierung auf, im Zuge des EU-Beitritts die Wiederansiedlung vertriebener Deutscher zu erlauben. Schäubles Rede wurde mehrfach von Protesten unterbrochen, als er die Unverrückbarkeit der Oder-Neiße-Grenze bekräftigte. Wir haben uns mit der Grenze abfinden müssen, aber mit... Es ist so, aber womit wir uns nicht abfinden müssen... Und nicht abfinden werden, das ist mit dem Verlust der alten Heimat, mit dem Verlust der Heimat der Deutschen im Osten, brauchen wir uns und finden wir uns nicht ab. Das kann niemand verlangen. Also, wir hatten vorhin ganz kurz drüber gesprochen. Wie steht die Linke zum Artikel 146 des Grundgesetzes, dass Deutschland als Vereinigtes Deutschland eine neue Verfassung bekommt? Ja, wir sind dafür immer eingetreten, als einzige Partei in Deutschland gesagt, jetzt sind wir ja ein neues Land, nachdem Ostdeutschland dazugekommen ist, und jetzt sollte man diesem Verfassungsgebot entsprechen. Aber alle anderen Parteien lehnen das ab. Wenn man sich ein bisschen näher mit den ganzen Geschichten dahinter beschäftigt, dann wird einem bald klar, dass es die 2+4-Verträge eben nicht, wie es in der Schule unterrichtet wird, ein Friedensvertrag waren, sondern wir bis heute keinen richtigen, rechtlich, völkerrechtlich bindenden Friedensvertrag für Deutschland haben. Das ist richtig. Deutschland ist kein souveränes Land und befindet sich immer noch eigentlich im Nachkriegszustand. Ja. Und wenn wir kein souveränes Land sind, was sind dann diese ganzen, was sind dann Polizisten, was sind dann die Wahlen und was sind die Bundestagsabgeordneten? Naja gut, wir haben eine staatliche Ordnung, das ist keine Frage, und die funktioniert recht und schlecht. Aber wie gesagt, Staat. Wir sind kein Land wie Frankreich. Okay, gut. Ich lege es nicht Ihnen vor, ich lege es unseren Bürgern vor. Ja. Die entscheiden nämlich, nein, Sie entscheiden gar nicht mehr. Entscheidet der Bundestag. Wir müssen uns ja abheben von dem Gespräch gestern zwischen der Kanzlerin und ihrem Stellvertreter, ob sie die Firma vielleicht gemeinsam weiterführen. Aber an dieser Stelle können wir noch festhalten, alle drei Oppositionsfraktionen sind der Auffassung, ja, wir müssen beim Schonvermögen etwas machen. Es müssen alle drei nur noch zustimmen. Herr Lafontaine. Merkel schlägt zurück. Nicht schlecht. Aber außer sich selbst und um ihre Klientel kümmert sich diese Regierung um gar nichts. Ich sage euch, wir haben gar keine Bundesregierung. Wir haben, Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer neuen Nichtregierungsorganisation in Deutschland. Das ist das, was sie ist. Die Kritiker, die meinen, man müsse eine Konkurrenz zwischen allen Politikbereichen haben, die gehen ja in Wahrheit von dem Regelungsmonopol des Nationalstaates aus. Das war die alte Ordnung, die dem Völkerrecht noch zugrunde liegt, mit dem Begriff der Souveränität, die in Europa längst ad absurdum geführt worden ist, spätestens in den zwei Weltkriegen der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Und deswegen ist der Versuch in der europäischen Einigung, eine neue Form von Governance zu schaffen, wo eben es nicht eine Ebene, die für alles zuständig ist und die dann im Zweifel durch völkerrechtliche Verträge bestimmte Dinge auf andere überträgt,
nach meiner festen Überzeugung für das 21. Jahrhundert ein sehr viel zukunftsweisenderer Ansatz als der Rückfall in die Regelungsmonopolstellung des klassischen Nationalstaates vergangener Jahrhunderte. Ich möchte Ihnen ganz klar sagen, dass ich ziemlich überzeugt bin, dass wir in einer Zeit von weniger als 24 Monaten in der Lage sind und in der Lage sein werden, das europäische Regelwerk so zu verändern. Wir brauchen nur das Protokoll Nummer 14, wer es nachlesen möchte, im Lissabon-Vertrag so aufzubauen, dass wir daraus die Grundzüge einer Fiskalunion für die Eurozone schaffen. Sobald wir die Eurokrise gelöst haben, also jetzt nach dieser Rede, werden die Vereinigten Staaten von Amerika sehr viel stärker im Fokus der Nervosität der Finanzmärkte sein. Die Wette würde ich halten. Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. An den anderen. Hans-Peter Uhl, der Unions-Innenpolitik-Experte, sagt, das sei auch eine Verleumdung von Mitarbeitern der deutschen Geheimdienste, was der Herr Steinmeier indirekt macht. Hat er recht? Ach, wissen Sie, ich glaube, die können sich besser schützen. Die brauchen wirklich nicht meinen Schutz, sage ich mal, die Mitarbeiter der Geheimdienste. Aber das Verhältnis müssen wir doch mal klären. Ich meine, ich muss Ihnen mal ganz ernsthaft sagen, dass das Besatzungsstatut immer noch gilt. Wir haben nicht das Jahr 1945, wir haben das Jahr 2013. Könnte man das nicht mehr aufheben und die Besatzung Deutschlands beenden? Also ich finde, es wird höchste Zeit. Also ein paar mutige Schritte müssen gegangen werden. Und mich stört auch, dass unsere Bundeskanzlerin nichts macht. Die müsste jetzt ja eigentlich täglich mit Obama telefonieren und versuchen zu klären, um dann der Bevölkerung zu sagen, das wird so und dann beendet. Aber nichts hört man. Nur jetzt gegenseitige Schuldzuweisungen zwischen, wenn man so will, vier Parteien, die daran beteiligt waren, nämlich Union, SPD, FDP und Grüne. Sie waren ja alle vier daran beteiligt. Und das müssten Sie zugeben und offenlegen. Und dann kann man sich immer noch darüber streiten, wer den größeren Schuldanteil hat. Also ich sage noch einmal, ich weiß natürlich, dass die Union das jetzt macht, um der SPD eins auszuwischen. Und die SPD reagiert wie des Öfteren hilflos. Aber im Kern ist es eingeleitet worden, ich sag mal, von dieser Männerrunde Schröder, Steinmeier und Fischer, das kann man sich ja vorstellen, wenn die im Zimmer zusammensitzen, wie die sowas auskungeln und dann denken sie mal, sowas kommt nicht raus, nun kommt es aber doch raus. Bloß die nächste Regierung und die übernächste Regierung hat es doch alles weitergemacht. Die haben ja nicht aufgehört, sondern haben das immer weiter forciert. Und was soll das überhaupt? Außerdem bin ich davon überzeugt, da geht es nicht nur um Terroristinnen und Terroristen, sondern die werden auch fleißig Wirtschaftsspionage betrieben haben etc. Und deshalb sage ich, das Misstrauen ist so tief, dass wir im nächsten Bundestag jetzt auch wirklich ein Untersuchungsausschuss dringend benötigen, um Klarheit herzustellen, um Transparenz herzustellen, um diese Dinge zu überwinden. Mein Gregor Gysi, ganz herzlichen Tag noch nach Berlin. Bitte schön. Was mich jetzt interessieren würde, ist, ob es richtig ist, dass wir heute noch, und ich entnehme diesen Hinweis der Stuttgarter Zeitung, dass wir heute noch sozusagen unter Besatzungsrecht stehen. Das heißt, dass, wenn der Fall einträte, die früheren Siegermächte Weisungen erteilen können an die Bundesrepublik Deutschland bzw. an ihre Regierung. Hintergrund ist ja wohl dann, dass wir bis heute keinen Friedensvertrag haben. Und erst wenn wir einen Friedensvertrag hätten, wäre das Besatzungsrecht obsolet. Keine Regierung seit der Gründung der Bundesrepublik hat dieses Thema mal aufgearbeitet. Ich glaube, es ist angekommen als Frage. Ja. Würden Sie, die Sie ja nun wirklich gut in der Welt vernetzt sind und auch große Anerkennung haben, könnten wir uns darauf einstellen, dass nachdem bald 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg vorbei ist, dass auch die Deutschen wieder auf Augenhöhe sind mit anderen Völkern und sie dann in ihrer neuen Regierung dieses Thema aufgreifen und vielleicht auch endlich zu einem guten Erfolg führen werden? Das wäre meine Frage. Also ich glaube, wir sind da jetzt schon ein Stück vorangekommen. Erstens war ja mit dem Einigungsvertrag, also und dem 2+4-Abkommen eigentlich die deutsche Souveränität hergestellt. Ein
eigentlich die deutsche Souveränität hergestellt. Und wir haben jetzt festgestellt, dass es dennoch alte Abkommen gab. Und wir haben jetzt festgestellt, dass es dennoch alte Abkommen gab von 1968, als in Deutschland das sogenannte G10-Gesetz gemacht wurde, was die Arbeit der Geheimdienste regelt. Dass es da noch Abmachungen mit den drei Westalliierten gab, die darauf hingedeutet haben, dass in bestimmten Fällen die, sag ich mal, Souveränität unseres Geheimdienstes nicht voll gewährleistet gewesen wäre. Und wir haben jetzt die ganzen Diskussionen um die Zusammenarbeit der Dienste genutzt, um diese alten sogenannten 68er Vereinbarungen mit Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika zu beenden. Ganz formell durch Verbalnotenaustausch, wie das heißt, zu beenden. Und damit ist auch in diesem letzten Bereich unsere Souveränität hergestellt. Und ich glaube, damit haben wir eigentlich das Problem gelöst.